Einen wunderschönen guten Abend zu den Games-Welt-News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Dienstag, der 19. Februar 2019 und wir haben folgende Themen für euch. Und zwar Apex Legends. Da gibt es das Gerücht, dass der Battle Pass für Season 1 in zwei Variationen erscheint. Scalebound könnte laut Gerüchten eventuell für die Switch zurückkommen. Call of Duty Black Ops 4, da startet eine neue Operation namens Grand Heist. Und FIFA 19 bricht in Deutschland einen Meilenstein. The hunt begins. I'm a living legend. Scanning the area. Der Hype um Apex Legends nimmt ja aktuell kein Ende und Leute sind gespannt, was mit dem Spiel in Zukunft passieren wird. Und es gibt ja eine Roadmap, die zeigt, was in diesem Jahr noch alles mit dem Battle Royale Shooter von Respawn Entertainment gemacht wird. Unter anderem erscheint ja im März der erste Battle Pass, ähnlich wie bei Fortnite. Könnt ihr kaufen und dann spielt ihr das Spiel und schaltet dadurch Kram frei. Jetzt haben aber Dataminer herausgefunden, womöglich, dass dieser Battle Pass in zwei Variationen kommt. Und zwar entweder in einer kostenlosen Variante und in einer Variante, für die ihr bezahlt. Das heißt, wenn dem tatsächlich so ist, laut Twitter-Account ApexLIntel, ist es so, dass ab dem März ihr so oder so einen Battle Pass bekommt, mit dem ihr spielen könnt und dadurch Kram freischaltet. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte ein bisschen Geld ausgeben, um noch mehr Kram freizuschalten, dann gibt es eine Premium-Variante von eben jedem Battle Pass, von dem man noch nicht genau weiß, wann genau im März er erscheint. Im Jahre 2017 wurde Scalebound, das ja exklusiv für Microsofts Xbox One erscheinen sollte, überraschend eingestellt. Platinum Games hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, das ist ja eher semi-cool. Jetzt ist es aber so, dass Scalebound eventuell für die Switch nochmal ausgegraben werden könnte. Denn Imran Khan vom Game Informer hat laut nicht näher benannten Quellen gesagt, ihm wurde berichtet, dass Nintendo eine Marke ausgraben und reaktivieren könnte. Keine First-Party-Marke, also nichts, was irgendwie Nintendo selbst gehört, sondern eine Third-Party-Marke, die dann für die Switch nochmal reaktiviert wird, von dem keiner rechnet, dass das tatsächlich passiert, spielemäßig. Und jetzt ist man auf den Trichter gekommen, dass es sich dabei um Scalebound handeln könnte. Denn ursprünglich war dieses Spiel für die Nintendo Wii angekündigt, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir dürfen weiterhin gespannt bleiben. Wer weiß, vielleicht spätestens zur E3 im Juni in Los Angeles werden wir bestimmt mehr erfahren. Für Call of Duty Black Ops 4 ist heute eine neue Operation veröffentlicht worden. Nennt sich Grand Heist und bietet neben einem neuen Specialist, einer neuen Map für den Multiplayer-Modus, neuen Waffen und grundsätzlich Kram, auch Veränderungen für den Blackout-Modus. Allerdings dürfen in dieser Woche nur PlayStation 4-Spieler in den Genuss dieser neuen, Season-Content-Erweiterung kommen, denn Sony hat ja einen Exklusivdeal mit Call of Duty Black Ops 4. Alle anderen auf Xbox One und PC müssen sich noch ein bisschen gedulden. Für den Blackout-Modus kommt übrigens ein neuer Ort hinzu, nennt sich Ghost Town. Da könnt ihr noch ein bisschen looten. Das Interessante an dieser neuen Season ist, dass jetzt in der ersten Woche jeden Tag neuer Content erscheint. Alle Infos diesbezüglich findet ihr auf gamesfeld.de. Es ist ja kein Geheimnis, dass FIFA seit jeher in Deutschland relativ erfolgreich ist und jedes Jahr zu den meistverkauftesten Spielen in diesem Land gehört. Jetzt hat der Bundesverband Game bestätigt, dass FIFA 19 mit einem Sales-Sonder-Award ausgestattet wurde. Und zwar ein Award, den man bekommt, wenn ein Spiel 1,5 Millionen Einheiten in Deutschland verkauft, ist auf jeden Fall eine ziemlich außergewöhnliche Nummer, denn so viele Spiele verkaufen sich gar nicht millionenfach in Deutschland. Jetzt mal kurz off-topic hier, ne? Dazu zählt der Landwirtschaftssimulator. Far Cry kommt eventuell noch in diese Sphäre und dann war es das auch schon. Spiele in Deutschland können sich freuen, wenn sie 100.000 Einheiten verkaufen, wie zum Beispiel Kingdom Hearts 3. Grüße gehen raus an Square Enix. Viel Spaß mit eurem Gold Sales Game Award. Das war's mit den Gameswelt News für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.